Die Kosmos-Redaktion hat mich wieder auf ihr rotes Sofa gesetzt, um User-Fragen zu beantworten. Und da habe ich heute das Problem von dem 24-jährigen Lukas, der bei sich eine merkwürdige Veränderung festgestellt hat. Er sagt also, seit es dem Winter zugeht und es früher dunkel wird, und merkt er, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Er fühlt sich also nicht mehr so wohl in seiner Haut. Er kommt morgens schwer aus dem Bett. Das Lernen fällt ihm schwer. Wenn er dann im Bus unterwegs ist, dann merkt er, wie ihn die vielen Menschen stören und ihm unbehaglich wird. Und er fühlt sich auch gestresst, wenn er in einem überfüllten Hörsaal sitzt. Diese Veränderungen kennt er nicht von sich, und seine Freunde sind eigentlich auch sehr erstaunt, dass er sich kaum noch verabreden mag und nicht mehr aus dem Haus eigentlich gehen will. Gerade der Zusammenhang auch mit der dunkleren Jahreszeit und dieses Symptom des nicht mehr gerne aus dem Haus gehen wollen, dass man sich also von einer Menschenfülle überwältigt fühlt, dass man sich am liebsten verkriechen will, sind typisch für eine depressive Verstimmung. Depressive Verstimmungen treten gerne zu bestimmten Jahreszeiten auf, und zwar das sind der Frühling und der Herbst. Und das fehlende Licht oder das schwindende Licht hat einen großen Einfluss darauf. Ich würde dir, Lukas, zum einen mal ein ganz einfaches Hilfsmittel empfehlen, dass du dir eine Tageslichtlampe anschaffst. Es gibt diese Lampen, die morgens, wenn es also eigentlich noch dunkel wird, ganz langsam angehen und ganz langsam hell werden. Sie imitieren also eigentlich den Sonnenaufgang. Das ist für das Gehirn eine sehr positive Sache. Das Gehirn stimmt sich langsam auf den Tag ein und bleibt also sozusagen nicht im Dunkeln. Wenn du dich damit morgens wecken kannst, anstatt dann einfach nur die Lampe anzumachen, wenn es dunkel ist, wirst du schon besser drauf sein. Diese Methode mit dem Licht wirkt antidepressiv. Ich würde dir auch raten, dass du also dich möglichst nicht in dunklen Räumen viel aufhältst. Dass du bei dir zu Hause wirklich eine Beleuchtung schaffst, die warm und angenehm ist, aber tatsächlich hell. Wenn draußen tatsächlich die Sonne scheint, geh raus und geh ein bisschen spazieren, dass du einfach Licht auftankst. Deine Symptome gehen zwar in Richtung einer depressiven Stimmungslage, sie sind aber noch nicht so ausgeprägt, dass das jetzt dein Studium vermutlich wirklich beeinträchtigen würde. Ich würde dir raten, ich würde deine Freunde darüber informieren. Ich würde deinen Freunden sagen, dass sie dich ein bisschen fremd motivieren sollen. Also wenn sie sich verabreden wollen mit dir abends und du nicht aus dem Haus gehen wollst, sollen sie nicht locker lassen. Das ist so ein bisschen auch eine Übungssache dann, dass du halt wirklich in dem Rhythmus bleibst, in dem du bist, und nicht zulässt, dass du jetzt in eine depressive Verkriechensphase verfällst. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, würde ich dir raten, zum Arzt zu gehen und dir ein leichtes Antidepressivum verschreiben zu lassen.